wieder oben und haut wieder Kautabak raus. Gar nicht gut. Das schleimige, ekelhafte Zeug. Oder vielleicht ist es auch Lungenkrebs, weißt du? Direkt aus der Lunge rausgekotzt. Oh nein. Gar nicht gut. Sehr cool. Der Roboter macht mir ein bisschen Angst. Muss hier hoch wahrscheinlich, ne? Oh. Lul! 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 Der Roboter macht mir keine Angst, er hilft uns. Das ist natürlich dumm, wenn der ohne uns losfährt. Ich komme mit damit nicht mehr laufen. Wir sind irgendwie da angeeckt und dann hörte der auf zu laufen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. What we know, what we have to do. So, jetzt auch wirklich. War gerade noch die Aufwärmrunde. Komm, Bobomat 2000. Roll mal hier rüber. Sag mal, was du drauf hast. So, ich halte ein bisschen Abstand, ne? Einen gesunden Sicherheitsabstand. Oh, der latzt aber auch mit einmal los. Das habe ich halt auch nicht beachtet, ne? Ja moin. Ja moin. Ja moin. Wer macht denn sowas? Ah, ach du Scheiße! Ich wurde eingequetscht. Ach so! Hä? Den will ich sehen. Denjenigen will ich sehen, der alles beim ersten Mal schafft. Oder? Wenn du das nicht weißt. Kannst du es gar nicht beim ersten Mal schaffen. Also doch mit Glück. So, na dann, ich bin bereit. Eat. Okay, gut, gut, gut. Weiß ich gar nicht, ich weiß ja nicht, was... Ja, eben, deswegen. Deswegen. Wenn du Glück hast, machst du eventuell per Zufall. Per dummen Zufall. Guck mal, wie hier, wir sind halt sofort losgerannt und sind da drüber gesprungen. Das war schon mal gut. Aber das war halt auch nur eher Glück. So, jetzt hier hoch. Springen. Nein, ich... Leute, ich kann nicht springen. Was ist los? Alter, war das knapp. War das knapp. Ich wollte mich festhalten. Die hat sich da so irgendwie mit dem Rücken drangelehnt und war dann da dran gestickt. Na gut. Der Rücken, der muss auch mal wieder ein bisschen geschrubbt werden. Der hat gejuckt. Wie ein Bär den Rücken gekratzt am Metall. Oh, zwei Joints. Komm dran, komm dran. Wir dürfen sie nicht rauchen. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Das Gefängnis. Black Screen. Loading Screen. Mami, bist du hier? Ich suche dich. Mami. Bist du oben am Ende der Treppe? An der extrem langen Treppe, die ziemlich unnatürlich aussieht, dafür, dass sie einfach so in so einer Welt platziert wurde? Mami? Warum ist eigentlich alles so extrem riesig, aber Türen sind so groß wie ich? Guck mal hier. Der Stuhl, der passt, der würde gerade mal so durch die Tür durchpassen, der Stuhl. Irgendwie stimmen an einigen Stellen die Proportionen nicht so ganz, aber gut. Ist, Oh nein, das war Papas Lieblingskaffeetasse. Und ich glaube, ich habe einen Splitter in der Hacke drin, aber was willst du machen? Oh, die können wir mitnehmen. Hey, wie stark. Könnten wir mitnehmen, aber ich glaube, ich will da gerne hoch. Und eins. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. Und sieben. Okay, gut, das war's. Mehr schaffen wir nicht, Leute. Mehr schaffen wir nicht. Aber die Lampe nehmen wir trotzdem mit, ne? Fühle ich gerade, fühle ich. Weiß nicht, ob die jetzt krasser ist als unsere Kerze. Ich glaube nicht, aber... Ist mir auch scheißegal. Ich glaube, die beleuchtet einfach einen Scheißdreck. Lass sie da liegen. Also, ich bin safe. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Geht's da lang? Nee, ne? Aber ich sehe, da hinten gibt's einen Raum. Was war das? Was war das? Jetzt wurden mir einfach so. Was? Die Bodenfliesen. Was? Ich hab das nicht gerallt. Okay, Bodenfliesen, ja. Ah! Ah, wie cool. Alles klar. Gut aufgepasst. Ich hab's, siehste, per Zufall gelöst. Gar nicht mitbekommen, dass ich es gelöst habe. Interessant. Hier scheint mir ein Knopf zu sein. Der ist bestimmt gefährlich, deswegen, ihr wisst ja, Knöpfe nicht einfach so drücken. Man weiß nie, was passiert. Ich mach's trotzdem. Okay, ist kein Knopf. Da! Das scheint mir nicht kicken. Hey, bleib stehen! Was sind es für Dinger? Kann man es essen? Falls wir nochmal Hunger kriegen sollten. Wir haben auf jeden Fall einen Stuhl. Wir haben einen Stuhl. Das scheint so eine Art Auge zu sein, ne? Das sieht so aus, als könnte man da irgendwie, als könnte man das öffnen. Aber hier ist halt kein Strom drauf. Wahrscheinlich müssen wir den Strom wieder ankriegen. Kann ich hochklettern? Ist da eine Tür? Bodenplatte gibt's ja. Nee, leider geht die nicht auf. Habe ich schon probiert. Der Dude ist ja jetzt hier zurückgerannt. Ich habe halt das Gefühl, dass wir hier noch irgendwas machen müssen. Hier war jetzt keine Tür, oder? Hier ist auch so eine Art Tür, ne? Ich sehe jetzt überall Türen. This is the way. Okay, ich guck mal, ob ich hier. Die ist zu. Komm ich aber auch nicht hoch. Hier wären noch Regale. Ich glaube, dass wir hier irgendwas machen müssen. Ne? Okay, da ist Feierabend. Schacht im Schicht. Okay, hier ist auch schon Schacht im Schicht. Ah! Kriegen wir den. Ah, Moment, 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 Moment. Ne, den Stuhl kriegen wir da aber nicht durch, ne? Oder muss ich den Stuhl hier hochschieben? Nicht, ne? Nee. Ich bin gerade am überlegen, ob wir den Stuhl darüber schieben können. Macht das Sinn? Nee, ich krieg den nirgendwo hingeschoben. Ja gut, da los durch die Welt. Ich probiere was. Kann ich das jetzt hier aufschieben? Ne. Kann ich nicht mal anfassen. Das muss doch einen Sinn haben. Moment. Moment. Es klemmt halt irgendwie auch, ne? Gibt's hier vielleicht noch eine Bodenplatte? Nee, ne? Die vielleicht irgendwas auslöst? Sind da so eine Art Briefe drin? Da ist eine Uhr. Sonst sehe ich aber auch nichts. Nein, lass die Tür auf. Das wäre sehr nett von dir. Danke dir.
Hier sehen wir auch nichts. Komplett dunkel. So, dass da ein Auge ist. Das ist die Mechanik, das ist so ein Auge, was uns die ganze Zeit scannt, ne? Kann das sein? Ist da ein Türknauf? Nee. Was zur Hölle müssen wir tun? Was zur Hölle müssen wir tun? LOL, wir müssen den mit... Wir müssen den gedrückt halten und Shift drücken, Alter. Jetzt? Ist das nicht das Zimmer mit der Oma drinne? LOL! Das sind Kameras. What the fuck ist das denn? Ein überdimensioniert großes Riesenbaby mit... Was hat das oben auf dem Kopf? Ein Hut? Ich frage mich halt, was das bringt hier. Das ist extrem gruselig. Es geht immer weiter. Ah, guck mal, das bleibt jetzt, ne? Das bleibt jetzt. Das Auge zeigt jetzt nur noch da drauf. Ja, ja, cool, geil, wir haben, da ist, ja, aber guck mal hier, geht's ja noch weiter, stimmt ja. Oh mein Gott, wir haben uns gerade extrem gespoilert, wir werden noch extrem ekelhafte Dinge sehen, kann das sein? Was war das für ein Riesenbaby, Digga? Gar nicht schön war das. Okay, da komme ich nicht weiter. Dann die Tür, maybe? Kommen wir auch nicht weiter. Ist ein Jointy. Oh, guck mal, wir rauchen ihn auf. Ja! Was will der von uns? Tu irgendwas Produktives, mein Freund. Tu was Produktives, bitte. Kann ich ihn da runterschmeißen? Ich bin ja ganz lieb, ne? Oh nein, ich bin mitgefallen. Er lebt natürlich noch. Ich wollte ihn runterschmeißen. Ist ein bisschen blöd. Karma. Jetzt sag bitte nicht, dass wir... Okay, gut. Aber es war alles für umsonst. Wird rausgeschnitten. Wird auch wieder rausgeschnitten. So, schade, dass man im Livestream nicht cutten kann. Ich muss so eine Sendestörungstaste einbauen, dass ich in solchen Momenten einfach ganz schnell die Taste drücke. Dann wird bei euch so Technical Problems eingeblendet. Muss ich das jetzt nochmal machen? Ich weiß halt nicht, ob wir das überhaupt machen mussten, so, weißt du? Da bin ich mir noch nicht mal so sicher. Ich mach's einfach nochmal, schadet ja nicht. Es ist auch noch so extrem auffällig gemacht, ne? Ich tue einfach so, ich schneide das für YouTube so zusammen, als wäre das mein erster Run. Richtig, als hätte ich es drauf, weißt du? Aber guck mal, hier ist ein Knopf, hä? Moment, lass den mal drücken. Ich weiß auch genau, mit welcher Tastenkombination. Ah, ah, guck mal hier. Oh, hier, das ganz viele Joints zum Rauchen. Ah, die Kamera. Oh, was ist denn da hinten in der Ecke? Sieht ja aber gruselig aus. Aha. Das macht mir sehr viel Angst. So, und da ist das letzte Symbol. Oder die letzte Kamera, was das auch immer darstellen soll. Huch. Tschüss.
Okay, wir fallen schon mal nicht runter. Das ist ein Fortschritt. Ich werde auch nicht probieren, ihn zu töten. Aber was ich auf jeden Fall machen werde, ist ihn wieder knuddeln. Er ist gar nicht da. Alles klar, gut. Danke. Danke für nichts. Warum war der jetzt nicht da? Verstehe ich gerade nicht. Er hat wohl Angst vor uns. Als ob wir den nochmal runterschmeißen würden. Also, was denkt er von uns? Ja, ich habe die Nacht tatsächlich auch sehr lange geschlafen. Wie man merkt. Hier ist ja nochmal so ein Koffer, in dem wir gelebt haben. Ich will reingucken. Ist ja unser zweites Ich drinne. Ist da unsere Schwester? Haben wir eine Schwester? Ich weiß nicht, haben wir eine Schwester? Weiß jemand? Hey, Joint Kinder, hier, haben wir eine Schwester? Nee, ne? Oh, Duncan! Wie cool. Cool, dass er einfach gemacht ist. Nein, ich mache immer alles kaputt. Das ist ja nicht meine Absicht. So ist es nicht. Kaputtes Klo, das sieht sehr gut aus. Ansprechend, sehr einladend. Jetzt ja wahrscheinlich... Oh, da ist ein Schlüssel. Da ist ein Schlüssel. Gut. Wir können auf jeden Fall da hoch. Ah! Wo ist der Ball? Wo ist der... Wo ist der Ball? Da ist der Ball. Da ist noch ein Schalter. Scheiße. Okay, da kommen wir eh nicht hin. Da ist ein Bild mit einem Auge. Ach, lul! Das ist die... Das ist die Kamera, wo wir gerade durchgeguckt haben, ne? Oh, wie cool! Wie cool! Der geheime Raum. So, warte mal, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, warte mal. Ne, absolut nicht. Ich möchte gerne wieder vergessen, was ich gerade im Kopf hatte. Aber ich glaube, der Ball ist trotzdem die Quintessenz, ne? Da geht's auf jeden Fall weiter. Hier das Regal, das kann man ja verschieben. Es ist, glaube ich, schon wieder viel zu viel Spielerei. Wir müssen bloß den Koffer vor den Schalter fahren, ne? Nun, dann machen wir das doch mal. So kann man die Leute auch extrem an der Aufgabe dranhalten, indem man einfach so tut, als wäre da eine Aufgabe, da aber wirklich tatsächlich gar keine ist. Wie geil! Das ist ein Klapsenbetten! Oh, oh. Oh, oh, kriegen wir gerade Besuch? Kriegen wir Besuch? Okay, die Klapse bringt uns gerade noch nichts, ne? Ah, oh, wie gut! Komm ich da rüber? Nein! Hä? Kann ich da ganz rüberspringen? Hä? Ich kann halt nur nach hinten abspringen. Wir hätten bis ganz hoch klettern müssen wahrscheinlich. Boah, das ist ja... Ich hatte überlegt, was spielst du heute als zweites Spiel neben Medieval Dynasty? Irgendein kleines Mini-Story-Game. Und ich war kurz davor, Dark Souls zu spielen. Dann habe ich den Preis gesehen und dachte mir, nee, machst du nicht. Ist da draußen jemand gerade im Chat, der Dark Souls-Fan ist oder der sich mit Dark Souls auskennt? Spielt man eher die Remastered-Version vom ersten Teil oder eher die Unremastered-Version? Ich meine, klar, Remastered ist eigentlich immer besser. Aber ich weiß halt nicht, so bei Dark Souls-Fan, ob es da nicht doch so einen Trend gibt, dass man doch lieber den ersten, also den alten Teil spielt, weil der einfach von Mechanics her einfach noch viel besser ist. Ah, ich glaube, man spielt die Remastered-Version heutzutage, ne? Entweder die Lampe oder auf den Schrank. Komm, auf den Schrank. Dann da hoch. Kaffee gefällt mir voll, ne? Kaffee gefällt mir übelst. Was ist nochmal unsere Intention? Wo müssen wir eigentlich hin? Auch eine gute Frage, ne? Was machen wir hier? Irgendwas verstehen.
Hier für euch, Chat! Bisschen Scheißhauspapier. Oh, was haben wir hier? Und fallen lassen. Na, hey, fallen lassen, habe ich gesagt. Der Schlüssel. Der Schlüssel. Tatsächlich. Habe ich schon wieder komplett vergessen. Ja gut, wir haben den Schlüssel. Sehr gut. Wir haben den Schlüssel. Das ist ein Anfang. Deswegen macht Spaß, solche Spiele auch mit dem Chat zu spielen. Naja. Ja, mein Schlüssel, das ist gut. Bin ich ehrlich. Ah, lol. Das ist wie so ein Trampolin. Meinst du, so ein Schlüssel ist für den Koffer? Glaube ich ja nicht. Zumal, den können wir gar nicht mehr verschieben. Doch. Ja, die sind aber auch beide auf, die Koffer. Ne, wir können halt gar nichts damit machen, ne? Ne. Wir können nur schieben oder draufklettern. Ja, die Wand ist ja das Auge. Das ist ja die Kamera, wo wir durchgeguckt haben. Das ist ja bloß ein Indiz darauf, dass wir hier gerade, dass hier ein geheimer Raum dahin. Ich höre am besten auf den Chat. Ich höre ja schon auf euch. Es tut mir leid. Ja, ja. So, schön hochwerfen. Wie cool das gemacht ist. Guck mal ganz kurz, ob hier irgendwas ist, was wir ausleuchten können oder so. Oh, ich mag das nicht. Er will schon tot und geht gleich kaputt und das wollte ich beweisen. Ja, cool. Guck mal. Ja, jetzt haben wir alles samt Schloss. Moment, jetzt haben wir das alles samt Schloss? Mhm. Alles klar, Inchi. Bis gleich. Das ist saukuselig, das Teil. Aber sowas von. Könnt ihr ihn auslösen? Ah, cool. Wir können uns mit rechts gedrückt halten, dann umgucken. Interessant. Hier ist wieder so ein Knopf, den wir betätigen können. Alles klar, direkt richtig gemacht. Ah, okay, Fahrstuhl. Vollkommen okay. Und weg mit dir. So, Louis geht nicht. Halt's ab. Halt's ab. Mach mal dein kleines Lichtlein an. Die Lampe da oben, die bringt nichts. Ah, nee, doch, wir brauchen den nochmal, ne? Müssen wir von der anderen Seite nochmal dagegen schweißen. Oh, Alter. Das ist der Wahnsinn. Die Nacht wird noch weniger Schlaf sein. Oh. War aber nicht so geil. Ja, geh doch. Zeig mir deine Wurfkünste, Kleines.